Studis an den Objekten. Unter diesem Motto besuchen Studierende diverser Fachrichtungen die Museen und Sammlungen der Universität Bonn. Im Rahmen des Kosmos-Projekts blicken sie über ihren fachlichen Tellerrand hinaus auf Objekte der teilnehmenden Sammlungen. Ja, wir probieren jetzt gerade zu gucken, welche verschiedenen Merkmale sozusagen die Paläontologie überhaupt untersucht, wie man etwas kategorisieren kann und wie man es vielleicht auch sortieren kann und warum sich einige Merkmale auch vielleicht geändert haben. Martina Schwienmacher aus der vor- und frühgeschichtlichen Archäologie nähert sich gemeinsam mit ihren Kommilitonen im Goldfußmuseum den Geowissenschaften. In zwei Schubladen befinden sich Fossilien, die einer großen Tiergruppe und die einer geologischen Epoche. Das Ziel ist es hierbei, Schnittmengen zu erkennen. Bei dem Projekt insgesamt geht es darum, sich im Sinne des Humboldtschen Denkens den Objekten der Sammlung transdisziplinär zu widmen. Diese Zusammensetzung aus verschiedenen Fachbereichen in der Lehre eröffnet halt eben einmal den Blick für die Zusammenhänge, aber sie eröffnet auch den Blick für die offenen Fragen, die es da gibt. Und um diese Fragen auch anzugehen, ist es gut, sich verschiedene Herangehensweisen zu bedienen. Und das lernen die Studierenden, wenn man sie an verschiedene Objekte aus verschiedenen Sammlungen heranführt. Anderer Ort, gleiches Projekt. Damit die Studierenden hier im Mineralogischen Museum verstehen, wovon Anne Zacke spricht, gibt es zum Start eine Institutsführung im Schnelldurchlauf. Im Anschluss lernen die Studis an 4 Stationen verschiedene Aspekte der Museumsarbeit kennen. Ich hoffe, Sie bekommen einen Eindruck davon, wie vielfältig die Arbeit im Museum ist. Also ich mache das auch mit großer Leidenschaft, mir macht das unglaublichen Spaß und es geht in der Lehre auch immer, finde ich, darum, das mitzugeben. Also die eigene Begeisterung versucht man ein bisschen rüberzubringen und ich hoffe, das gelingt ein bisschen, weil die sind ja hochmotiviert, die Studierenden, die hier an dem Praktikum teilnehmen und interessieren sich ja per se für Sammlungs- und Museumsarbeit, sonst hätten die den Kurs nicht gewählt. Bei Martina Schwienmacher ist das gelungen. Welche Station ihr am besten gefallen hat, kann sie gar nicht sagen. Sie resümiert. Also das Projekt finde ich erstmal super spannend. Und eine der Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass eine Disziplin einfach nicht alleine existieren kann. Also man muss unbedingt über den Schüsselrand hinausschauen. Und ich finde es super praktisch und empfehle auch eigentlich, dass man sich auch mit seinen Nachbardisziplinen mehr auseinandersetzt, um da einfach in der eigenen Arbeit viel weiterzukommen. Und ich finde es gut, das mal kennenzulernen. Denn was man nicht kennt, besucht man meistens nicht und über das eigene Fach hinaus zu gucken, ist sehr gut.